Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Es ist eine Zusammenkunft nach dem Motto Diktatoren unter sich. Putin trifft Kim. Der russische Präsident und der nordkoreanische Machthaber wollen enger zusammenarbeiten und schimpfen auf den Westen. Viel Versprechen macht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute bei ihrer Rede zur Lage der EU und sie rügt Österreich. Und ein großer Schritt Richtung EM ist dem Fußballnationalteam der Männer gelungen. Nach dem Sieg gegen Schweden ist die Euphorie groß. Das Wetter morgen wird meist bewölkt und kühler. Zwei Schurken, die einander auf Augenhöhe begegnen. So wird das Treffen von Wladimir Putin und Kim Jong-un heute kommentiert. Jedenfalls sind da heute in Russland zwei hartgesottene Autokraten zusammengekommen. Auf einem Weltraumbahnhof im fernen Osten Russlands nämlich. Putin und Kim demonstrieren auffällige Einigkeit. Nordkorea soll Satelliten bekommen, Russland womöglich Waffen. Für den heiligen Krieg gegen den Westen, wie Kim es nennt. Wladimir Putin empfängt seinen Gast an einem symbolischen Ort. Der Vostochny-Weltraumbahnhof ist ein Prestigeprojekt des russischen Präsidenten. Dass der Bau des Kosmodroms von Korruptionsskandalen geprägt war und die russische Raumfahrt in einer tiefen Krise steckt, ist heute Nebensache. Kim Jong-un interessiert sich sichtlich für die präsentierte Technik. Das nordkoreanische Regime musste in den letzten Jahren immer wieder Fehlstarts vermelden, beim Versuch, Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Gegenüber russischen Medien erklärt Wladimir Putin heute, man wäre bereit, Nordkorea beim Bau von Satelliten zu helfen. Ob Nordkorea im Gegenzug dafür Munition an Russland liefert, lässt der nordkoreanische Machthaber zwar unerwähnt. Seine Unterstützungserklärungen für Russland könnten aber nicht deutlicher sein. Die russische Armee und das russische Volk würden mit Sicherheit einen großen Sieg im Heiligen Krieg gegen das Böse gewinnen, erklärt Kim Jong-un beim abschließenden gemeinsamen Abendessen. Es sind Worte, die der russische Präsident sicherlich gerne hört, selbst wenn sie von einem totalitär herrschenden Diktator kommen. Und Paul Grieser hat für uns das Treffen in Russland beobachtet. Ja, zu den möglichen Waffenlieferungen aus Nordkorea hat sich der nordkoreanische Diktator nicht geäußert. Aber gibt es da Informationen von russischer Seite dazu? Nein, Putins Sprecher hat heute dazu nur gesagt, Russland und Nordkorea kooperieren, Zitat, in sensiblen Bereichen, die nicht öffentlich gemacht werden sollten. Was dafür spricht, dass Waffenlieferungen aus Nordkorea ein Thema waren, das ist die Zusammensetzung der nordkoreanischen Delegation, die da angereist ist. Darunter war unter anderem der Direktor der nordkoreanischen Munitionsindustrie. Aber wie gesagt, eine Bestätigung gibt es nicht. Das ist auch wenig überraschend, denn Waffengeschäfte der Armee werden in Russland in der Regel als Staatsgeheimnis behandelt. Wir haben ja die Bilder gerade gesehen. Das war ja ein sehr freundlicher Umgang zwischen den zwei isolierten Kim und Putin. Was sagt das denn über den Status Russlands in der Welt aus? Das ist schon ein Akt der Verzweiflung, dass Russland mittlerweile auf der internationalen Bühne so wenige Verbündete hat, dass es sich einem Land wie Nordkorea zuwendet. Aber man muss sagen, Wladimir Putin hat in den vergangenen 24 Jahren an der Spitze seines Landes viel dafür getan, dass Russland und Nordkorea heute einiges gemeinsam haben. Beide Staaten definieren sich durch ihre tiefe Feindschaft gegenüber dem Westen. Beide gehören zu den am stärksten sanktionierten Ländern der Welt und beide sind zu einer internationalen Sicherheitsbedrohung geworden. Gibt es dann einige Gemeinsamkeiten? Danke, Paul Grieser, für diese Informationen aus Moskau. In Libyen steigen die Opferzahlen nach den verheerenden Überschwemmungen weiter. Die Behörden gehen von bis zu 9.000 Toten aus. Ungeklärt ist die Zahl der Vermissten. Ganz bestimmt sind es mehrere Tausend. Vor allem in der Küstenstadt Danaa, die nach zwei Dammbrüchen besonders hart von den Fluten getroffen worden ist. Die Welle, die Dämme haben die Stadt in der Vergangenheit ja vor Hochwasser geschützt. Auf diesen Satellitenbildern sieht man, wie sich der Fluss früher durch die Stadt geschlängelt hat, gesäumt von Straßen und Wohnvierteln. Doch das Wasser hat alles fortgerissen. Sämtliche Brücken sind jetzt verschwunden, nichts davon ist geblieben. Ganze Häuserblöcke dem Erdboden gleichgemacht. Es sind sogar Gebäude einfach weggespült worden, die mehr als 300 Meter vom einstigen Flusslauf entfernt waren. Für die Menschen dort gab es kein Entkommen. Die Katastrophe ist kaum zu beschreiben. Sie können es kaum glauben. Ihr Viertel ist komplett zerstört. Ich habe mit meiner Familie hier gewohnt. Wir sind alle Nachbarn. Bis jetzt haben wir 30 Menschen verloren. 30 Menschen aus einer Familie. Wir haben niemanden mehr gefunden.
Mitgrund für das Unglück, der marode Zustand der Dämme, die jetzt gebrochen sind. Das ist alles darauf zurückzuführen, dass es korrupte Strukturen in Ostlibyen gibt, Gelder versickern. Es geht um den eigenen Machterhalt der dort herrschenden Eliten. Und in Infrastrukturmaßnahmen wurde konsequent und kontinuierlich nicht investiert. In die Trauer mischt sich Unmut über die Untätigkeit der Politik. Wir haben die Behörden seit Jahren gewarnt, dass der Damm Risse hat und repariert werden muss. Niemand hat auf uns gehört. Jetzt ist ganz Darna überflutet. Die Katastrophe trifft mit Libyen ein Land, das durch den seit Jahren tobenden Bürgerkrieg politisch gelähmt ist. Das verschärft die Lage. Weil die Ost- und Westregierung sich nicht koordiniert, weil es keinen wirklichen Austausch gibt und weil natürlich die internationale Hilfe, die Ostlibyen jetzt so dringend benötigt, dadurch erschwert wird. Hilfe, die sie dringend benötigen. Und auch Marokko trauert um 3000 Menschen, die im Erdbeben ihr Leben verloren haben. Es werden wohl noch mehr Todesopfer werden. Die Hilfskräfte sind gerade erst dabei, sich über zerstörte Straßen bis in die entlegensten Bergdörfer vorzukämpfen. Und für die, die überlebt haben, ist nichts mehr wie vorher. Unser Korrespondent Karim El-Ghouari hat eine Familie besucht, die er auch schon kurz nach dem Beben getroffen hatte. Wie geht's ihr jetzt nach dem ersten Schock? Notdürftig zusammengezimmerte Verschläge. Dort haben wir vor 4 Tagen die Familie Eid in einem der Dörfer im Atlasgebirge getroffen. Heute haben wir sie erneut besucht, um zu sehen, wie es ihnen geht. Gestern haben sie ein richtiges Zelt vom Staat gestellt bekommen, in dem das Leben der Familie jetzt stattfindet. Es ist unheimlich schwer. Im Dorf hatten wir Wasser und Strom und ich hatte sogar eine Waschmaschine. Jetzt wasche ich mit meinen Händen im Fluss, im Wadi. Wir fangen unser Leben wieder bei Null an, mit einem Zelt. Und wo sehen Sie sich in einem Jahr? Das Haus, alles ist weg. Alles, was wir brauchen, ist ein Zimmer, ein Bad und eine Küche. Das Wichtigste ist, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Und auch ich möchte endlich lesen und schreiben lernen. Es gibt immer wieder Momente, da wird ihr alles zu viel. Vor allem die Sorge um ihre Kinder. Im eine Autostunde entfernten Marrakesch sind die Schäden gering. Doch nur noch wenige Touristen streifen durch die Medina, die Altstadt. Er hofft, dass die Touristen wieder kommen, sagt er. Schließlich lebten alle hier, nicht nur die Stadt, sondern auch die umliegenden Dörfer vom Fremdenverkehr. Ruba hatte früher mit ihrem Mann ein Restaurant in Wien. Vor ein paar Jahren haben sie eines in Marrakesch eröffnet. Jeder hat seine Angehörige dort und das Geld ist notwendig. Also die Einnahmen vom Tourismus, mit dem die Existenz, dass sie nicht gefährdet ist. Erdbeben und Tourismus, ein Paradox. Aber wenn der Hauptplatz von Marrakesch, wie jetzt, so leergefegt von Touristen bleibt, ist das eine Katastrophe in der Katastrophe. Es war ein großer Auftritt heute für Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin hat ihre jährliche Rede zur Lage der Union gehalten. Eine Inszenierung auch, die sich die EU von den USA abgeschaut hat, bei der aber durchaus inhaltlich Nägel eingeschlagen werden. Von der Leyen macht heute viele Ankündigungen und Versprechungen, wie uns Robert Zickmund berichtet. Es ist Ursula von der Leyens letzte große Rede zur Lage der Union vor den Europawahlen im nächsten Jahr. Doch statt Pathos setzt die Kommissionspräsidentin heute auf kleine Versprechen für alle. Unter Druck war sie zuletzt bei ihrem Kernthema der grünen Wende. Und zwar durchaus von der eigenen konservativen Fraktion. Heute kündigt von der Leyen breite Unterstützung für die Industrie an, um keine Nachteile durch Klimaschutzgesetze zu erleiden. Wo wir nun in die nächste Phase des Green Deals kommen, ist eines klar. Wir werden unsere Industrie während dieses Übergangs immer unterstützen. Sie können sich darauf verlassen. Übrigens auch gegen Konkurrenz. Von der Leyen wirft China vor, den Markt mit grotesk subventionierten E-Autos zu überschwemmen. Und die Preise werden künstlich niedrig gehalten durch riesige Staatshilfen. Das verzerrt den Markt. Gegen Ende ihrer Rede kündigt von der Leyen auch weitere Unterstützungen für die Ukraine an. So wird der temporäre Schutz für Ukrainer in der EU verlängert. Und unsere Korrespondentin Raffaella Scheidert hat sich das alles natürlich ganz genau angeschaut. Wie ist denn Ihr Urteil? Konnte die Präsidentin mit ihrem Auftritt überzeugen?
Es wird sich zeigen, ob sie vor allem ihre eigene Partei von sich überzeugen konnte. Aus der Europäischen Volkspartei hat sie zuletzt heftigen Gegenwind erhalten bei Klima- und Umweltvorhaben. Und was schon sehr aufgefallen ist, frühere Auftritte von der Leyen waren voller Pathos, heute eher nüchtern, nach dem Motto, nur nicht zu viel anecken, weder im EU-Parlament noch bei den Mitgliedsländern, denn vor allem deren Stimmen braucht sie, wenn sie für eine mögliche zweite Amtszeit ins Rennen geht, auch wenn sie Ambitionen heute offen lässt. Aber da haben ihr viele im EU-Parlament heute einen freudschen Versprecher als recht entlarvend ausgelegt. Von der Leyen wollte nämlich sagen, liebe Mitglieder des EU-Parlaments, hat dann aber gesagt, liebe Mitgliedsländer. Und das legen ihr viele so aus, dass sie auch diese Rede für die Mitgliedsländer schon gehalten hat. Und in dieser Rede war ja auch eine Rüge für Österreich dabei. Was genau hat von der Leyen denn da kritisiert? Sie hat appelliert, Bulgarien und Rumänien in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum aufzunehmen. Die Länder hätten alle Auflagen erfüllt und unmissverständlich eine Kritik an Österreich und den Niederlanden. Die beiden blockieren die Aufnahme. Österreich mit dem Argument, dass Migranten durch diese Länder nach Österreich weiterziehen. Ursula von der Leyen sieht das ganz offenbar anders. Und in Rumänien und Bulgarien ist der Unmut und das Unverständnis am Veto Österreichs auch nach wie vor massiv. Als österreichische Journalistin werde auch ich fast tagtäglich hier im EU-Parlament von rumänischen und bulgarischen EU-Abgeordneten darauf angesprochen. Danke, Raffaella Scheidhalter, für diesen Live-Bericht aus Brüssel. Und zur Grundsatzrede von der Leyen ist heute auch der EU-Experte Daniel Grosper zu Gast bei Armin Wolf in der ZIP 2 um 22 Uhr, ORF 2. Nach Österreich jetzt, wo die Regierung im Ministerrat heute die Pensionserhöhung für das kommende Jahr fixiert hat. Schon relativ klar war ja, dass es knapp 10% mehr geben wird. So sieht es das Gesetz vor. Allerdings eine soziale Staffelung ist trotz der umfassenden Erhöhung nicht vorgesehen. Kleine Pensionen werden also ebenso erhöht wie größere. Nur für Luxuspensionen ist ein Deckel eingezogen. 9,7% mehr für Österreichs Pensionistinnen und Pensionisten bis zur Höchstbeitragsgrundlage. Das macht 5,3 Milliarden Euro mehr für das Pensionssystem. Die Berechnungen hätten ergeben, das ginge sich aus, sagt der Sozialminister. Wir haben jetzt zugegebenermaßen natürlich eine Situation, wo geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Ja, das bedeutet auch mehr Belastungen für das System oder für den Steuerhaushalt. Das ist richtig. Aber wir merken dann in der Tendenz, dass die Beträge auch wieder sinken und sich einpegeln. Für künftige Pensionen soll es eine sogenannte Schutzklausel geben, also einen Aufschlag von rund 6% auf das Pensionskonto, um auch hier die hohe Inflation auszugleichen. Peter Kostelka vom österreichischen Seniorenrat bezeichnet die heutige Entscheidung im Ministerrat als wichtigen Schritt, doch man sei nicht ganz zufrieden. Weil ein Teil unserer Forderungen erfüllt worden sind. Über andere sind noch Gespräche ausständig und die werden offensichtlich jetzt gecancelt und die Regierung handelt einfach. So werde etwa die Forderung nach einer vorgezogenen Pensionserhöhung nicht erfüllt. Diese sei laut dem Seniorenrat aber notwendig, um die bisherige Teuerung abzufangen. In Tirol wird jetzt etwas durchgezogen, das auf Bundesebene vom Kanzler persönlich gerade auf die lange Bank geschoben worden ist. Tirol will einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab 2 Jahren einführen, als erstes Bundesland überhaupt, Susanne. In Österreich herrscht ja immer noch Aufholbedarf, was die Betreuung der unter 3-Jährigen betrifft. Knapp 30% der Jüngsten besuchen derzeit einen Kindergarten. Das Ziel der EU liegt bei 33% und es soll in Zukunft noch weiter steigen. Aber das sind Durchschnittsrechnungen. Das 30%-Ziel, das erreichen aktuell in Österreich nur 3 Bundesländer, nämlich Wien, das Burgenland und Vorarlberg. Tirol liegt derzeit im Mittelfeld, aber will nun eben aufholen. Tirol will an die Spitze bei der Kinderbetreuung. Das Ziel ambitioniert. Wir werden alles daran setzen, dass tatsächlich alle Kinder, von denen dies wünschen, deren Eltern es wünschen, dass wir denen auch einen Kinderbildungsplatz anbieten können. Der Rechtsanspruch auf die Vermittlung eines ganztägigen Kindergartenplatzes soll ab 2026 umgesetzt sein. Der Platz muss nicht am Wohnort, aber innerhalb von 15 Autominuten erreichbar sein. Für die Eltern soll er leistbar sein. Die Schließtage sollen reduziert werden. Der Rechtsanspruch gilt für Kinder ab 2, nicht wie oft gefordert, ab dem ersten Lebensjahr. Wenn, dann wollen wir ein ehrliches Angebot schaffen und wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Angebot eben ab dem 24. Monat flächendeckend schaffen können. Alles, was sie mehr aufgeht, ist sozusagen die Sahnehaube. Familienministerin Susanne Raab von der ÖVP begrüßt den Vorstoß. Der Bund geht einen anderen Weg.
Zum jetzigen Zeitpunkt einen bundesweiten Rechtsanspruch einzuführen, ist nicht möglich, denn es müssen zuerst die Kapazitäten ausgebaut, die Infrastruktur geschaffen und das Personal gefunden werden. Wie das in Tirol gelingen soll, ist offen. Mehr Gehalt und eine Imagekampagne sollen das Personalproblem lösen. Die Gemeinden bleiben als Träger verantwortlich. Das Land schießt Geld zu. Wie viele Plätze und neue Betreuerinnen notwendig sind, wird erst erhoben. Und wir berichten gleich noch über Fußball, weil manche reden da schon vom nächsten Wunderteam nach dem gestrigen Match. Schauen wir nach den Meldungen. Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind laut russischem Verteidigungsministerium 2 Kriegsschiffe beschädigt worden. 24 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. ÖVP und Grüne wollen in den nächsten Wochen einen schon lange angekündigten Gesetzesentwurf für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses vorlegen. Bund, Länder und Gemeinden müssen dann Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten und Informationen veröffentlichen. Noch offen ist, ab welcher Gemeindegröße eine aktive Veröffentlichungspflicht kommt. Der Wegfall von Corona-bedingten Erleichterungen hat im Vorjahr zu einem 10-Jahres-Höchststand bei Sitzenbleibern an den Schulen geführt. Insgesamt rund 25.100 Schülerinnen und Schüler mussten im vergangenen Schuljahr eine Klasse wiederholen. Die römisch-katholische Kirche verzeichnet einen Rekord an Austritten. 90.000 waren es im vergangenen Jahr. Mit Ende 2022 gab es etwas mehr als 4,7 Millionen Katholikinnen und Katholiken in Österreich. Positiv für die katholische Kirche, bei Trauungen und Taufen gab es einen leichten Zuwachs. Zur Kultur jetzt oder auch noch mal zur Innenpolitik, je nachdem, wie man es lesen will. Heute Abend hat jedenfalls der nächste Film über Sebastian Kurz in Wien Premiere. Eine recht schmeichelhafte Doku über den früheren Kanzler ist ja Anfang des Monats schon präsentiert worden. Und nun kommt die Arbeit des Regisseurs Kurz Langbein in die Kinos, genannt Projekt Ballhausplatz, eine recht kritische Annäherung an Kurz und seine Regierungszeit. Vor dem Wiener Gartenbaukino herrscht großer Presserummel rund um Filmemacher Kurt Langbein. Er will mit seinem Filmprojekt Ballhausplatz den Mythos Sebastian Kurz demontieren. Mit jeder Menge Archivmaterial erzählt er von dessen politischen Anfängen über die Zeit als Außenminister und späterer Bundeskanzler bis hin zum Rücktritt. Kommentiert wird das Geschehen ausschließlich von kritischen Stimmen. Und da war die sehr klare Ansage, du musst dich entscheiden, du bist mein Freund oder mein Feind. Aus der ÖVP und ÖVP-nahen Kreisen hat Kurt Langbein 27 Interviewabsagen bekommen. Für mich ist es selbstverständlich, dass kritisierte Personen immer die Gelegenheit bekommen, Stellung zu nehmen und sich zu rechtfertigen, zu erklären oder wie auch immer. Leider haben alle Beteiligten rund um Sebastian Kurz und auch er selber das Interview abgelehnt. Und daher ist dieser Mangel ihnen selber zuzuschreiben. Neues ist im Projekt Ballhausplatz nicht zu erfahren. Vielmehr reiht der Film sämtliche altbekannte Kritikpunkte an Sebastian Kurz und seinem Team mehr oder weniger chronologisch aneinander. Im Zentrum steht die Flüchtlingskrise 2015, die einen Wendepunkt in Kurz' politischer Karriere dargestellt hat. Der Blick in die Vergangenheit war das, aber jetzt schauen wir in die Zukunft, in eine verheißungsvolle Zukunft. Allem Anschein nach wird sich Österreich für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland kommendes Jahr qualifizieren. Das Herren-Nationalteam hat mit dem 3:1-Sieg gestern gegen Schweden einen großen Schritt in Richtung Endrunde gemacht. Entsprechend groß sind jetzt auch Überschwang und Träume. Höhere Ziele wollte der ÖFB mit Teamchef Ralf Rangnick wieder ins Visier nehmen. 16 Monate nach dessen Bestellung zeigen beste Laune bei Spielern und Fans von der Richtigkeit dieser Entscheidung. Österreich, wie es lacht und singt. Ich glaube, jetzt schaffen wir es weit. Ist gut, was wir dabei zusammen spielen. Ich bin wirklich sehr überrascht gewesen. Und die EM ist fix für mich. Insgesamt ist natürlich diese Euphorie und diese Begeisterung, die um die A-Nationalmannschaft herrscht, ist für den ÖFB nicht nur wirtschaftlich finanziell wichtig, sondern sie ist auch wichtig in dem Entstehen dieser Euphorie. Diesbezüglich steht Ralf Rangnick im Mittelpunkt des Erfolgs und stellt sich im Erfolg doch bescheiden in den Hintergrund. Die Momente gehören nur der Mannschaft, sonst niemand. Deswegen haben wir uns auch sehr dezent hinter der Mannschaft aufgehalten. Weniger bescheiden ist er allerdings, wenn es um die spielerische Entwicklung geht. Denn er strebt trotz der Erfolge nach noch mehr Perfektion.
Das ist richtig gut gewesen heute, aber noch lange nicht perfekt. Höhere Ansprüche, die durch ihn zur neuen Realität geworden sind. Also sind wir fast schon quasi Europameister. Mehr über unsere Fußballer auf der Siegerstraße erfahren Sie jedenfalls im Sport in ORF 2 in wenigen Minuten. Zuvor muss aber noch Markus Watzak hier ins Studio, um die etwas durchwachsenen Wetteraussichten zu präsentieren. Und wir dürfen uns morgen wieder bei Ihnen melden. Verbringen Sie einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.